Freistoß, Torentfernung sind 33 Meter. Drei Schritte Anlauf und bumm. Es ist ein sagenhaftes Tor von Salihovic. Der siebte direkt verwandelte Freistoß in seiner Bundesliga-Karriere und dennoch ein besonderes Tor. Die Diskussionen, ob Weidenfeller diesen Ball haben kann, verbieten sich, denn dieser Schuss ist absolute Extraklasse. So, liebe Fußballfreunde, ja, herzlich willkommen. Ja, was ihr hier seht, ist eine ganz, ganz geile Geschichte. Wir sind im Fußballmanager 11 Let's Play. Ich muss es ja einmal wieder sagen, damit jemand, der neu hinzukommt, auch weiß, warum wir hier so blöd vor uns hindüdeln. Hier haben wir den guten Sejat Salihovic. Und wir haben ja die ganze Vorsaison jetzt am Anfang der Hinrunde ja gezittert, dass dieser ja den Verein verlassen wird anscheinend, weil er seinen Vertrag nicht verlängern wollte, beziehungsweise die Gespräche nicht so richtig gut begonnen haben. Ich möchte ihn ganz gerne halten, weil ich finde ihn wirklich sehr, sehr stark und als Spielmacher bei uns im offensiven Mittelfeld einer der zentralen Positionen. Salihovic, stimmt zu, ich habe ihn ein bisschen bearbeitet, habe immer eingegeben, ja, ich möchte dich verlängern oder ich möchte mit dir verlängern, wie sieht's aus? Und er hat immer gesagt, ja, er braucht ein gutes Angebot. So, jetzt gehen wir mal rein, was er haben möchte. Das sieht ja sogar ja, richtig human aus. Er hat auf jeden Fall eine Stammplatzgarantie. So viel sei gesagt. Zukunft des Spielers ist mit 27 Jahren ja auch unter Dach und Fach. 3 Jahre Vertrag. Ich würde vielleicht sogar auf 4 Jahre erhöhen. Als solches sein Grundgehalt auf 2,8 Millionen erhöhen. Das wäre das eine Verdoppelung. Die hat er sich auch verdient. Wie ich finde, wir spielen international und 3 Millionen knapp ist, sage ich mal, ein gutes, ja, ein guter Wert. Gehen wir mal her. Auflaufprämie. Kriegt er seine nach wie vor 5.000 Meisterprämie, setzen wir jetzt auch mal rein, und zwar kriegt er dann 60.000 nochmal oben drauf. Na gut, dann machen wir 100, komm, dann hat es auf jeden Fall Sinn. Torprämie, ganz klar, gibt es auch nochmal 1.500 Euro, möchte ich ganz gerne haben, nicht Abstiegsprämie, ist Blödsinn. Dann haben wir internationale Vereinsspiele nach 4 Spielen, nee, da mache ich mal 10 draus, das ist ziemlich teuer, dann immer relativ ja viel zuzuschießen noch separat. Anteil am nächsten Verkauf keinen. Option für Verein erstmal auch keinen. Abstieg natürlich ablösefrei, beziehungsweise mache ich mal 50% der Ablösesumme. Kein internationaler Wettbewerb, dann sage ich für 100% der Ablösesumme. Auslandsangebot lasse ich mal raus. So viel dazu. Posten am Karriereende keins und 0%. Alles klar, so viel dazu. Das möchte ich ganz gerne so weiterbehalten und das möchte ich ganz gerne so, ja, jetzt ausgeben. Ich hoffe mal, er wird schnell wieder fit. Momentan hat er eine Stärke von 77. Das kann man auf jeden Fall noch erhöhen. Da hatten wir ihn ja schon fast auf 80 vor seiner starken Verletzung. Und müssen wir auf jeden Fall wieder dorthin bringen. Wir spielen jetzt gegen den, ja, gegen unseren Erzfeind Frankfurt. Warum ist es Erzfeind? Das haben wir letzte Saison, haben wir das so ausgelegt, weil damals der Christoph Daum bei Frankfurt trainiert hat. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so, aber so ist es nun mal mit Erzfeinden. Irgendwann weiß man gar nicht mehr, warum man eigentlich die Mannschaft nicht mag. Hauptsache, man hat ein Feindbild. So viel dazu. Ich starte aber mit dieser Ausstellung. Sigurdsson beginnt heute wieder erneut. Die Frische ist etwas gering, deswegen werde ich ihn zur Halbzeit rausnehmen und Salihovic reinbringen. Und dann wird er auch seine Fitness momentan auf 80. Er geht langsam Richtung 100 wieder. Wird auch wieder reinkommen an der Stelle. Ich freue mich drauf, gegen Frankfurt zu spielen, meine Lieben. Das ist ein ganz, ganz kurzer Vorbericht gewesen mit Hauptinhalt, die Vertragsverlängerung von Salihovic. Und an der Stelle, ja, denke ich mal, gehen wir ins 3D-Spiel. Natürlich 3D-Spiel auswärts gegen Frankfurt, unseren Erzfeind, da ich ja auch zuletzt, ja, gegen die Bayern haben wir auch ein 3D-Spiel gemacht. Und dann folgen erstmal wieder ein paar Textmodi gegen Freiburg, gegen Hibernian Edinburgh, sowie Mainz und Stuttgart. Das folgt erstmal alles im Textmodus. Und daraufhin haben wir, denke ich mal, das Spiel in Craven Cottage in London. Und das wird auf jeden Fall wieder ein, ja, ein 3D-Spiel. So viel dazu, meine Lieben. Ihr habt einen kleinen Plan. Ihr wisst, wie es weitergeht in dieser Woche. Viel Spaß mit dem 3D-Spiel gegen Frankfurt. Bis gleich.